Ja, der Ortsteil Arnshain ist ja unser höchstgelegener Ort. Deshalb fegt es hier durchaus immer mal ein bisschen stärker durch. Und diesmal auch wieder stärker erwischt worden. Wir haben in der Tat über 24 Einsatzstellen. Die eine oder andere Einsatzstelle kann noch dazukommen, weil die Hauseigentümer jetzt auch alles begutachten und ums Haus rumgehen und schauen. Dort, wo Gefahrenlagen sind für den öffentlichen Bereich, da wird die Feuerwehr eingesetzt. Und da versuchen wir auch mit Drehleitern, gegebenenfalls nochmal am Dachüberstand, wo irgendwo Gefahren durch herabfallende Ziegel drohen, da nochmal tätig zu werden. Insgesamt haben wir über 100 Einsatzkräfte hier im Einsatz, neben den Einsatzkräften von der Stadt Kirchdorf, alle Ortsteile mit im Einsatz. Haben wir auch Unterstützung durch Drehleiter von der Stadt Alsfeld und Drehleiter von Stadt Allendorf. Dann haben wir hier den Einsatzleitwagen vom Vogelsbergkreis, IT-Unterstützung durch den Vogelsbergkreis und auch den Drohnen, die Drohnenabteilung, damit man nochmal aus der Luft alles begutachten konnten. Wir haben auch den leitenden Notarzt hier vor Ort, falls irgendwo tatsächlich nochmal Personenschäden aufgetreten wären. Glücklicherweise haben wir aber keine Personenschäden zu verzeichnen. Also auch ein KTW-Krankentransportwagen war da. Im Falle einer Fälle wäre er eben bereit gewesen, da auch entsprechend eingesetzt zu werden. Ja, und damit die Einsatzkräfte auch versorgt sind, haben wir auch entsprechend die DRK-Bereitschaft zur Versorgung dann mit alarmiert und so können die Einsatzkräfte entsprechend auch nach ihrer Tätigkeit versorgt werden. Und so langsam können wir jetzt tatsächlich auch zurückfahren. Die Schwerpunkte haben wir schon aufgenommen und jetzt geht es noch darum, einzelne Bereiche noch abzuarbeiten. Und das können wir mit reduzierten Kräften machen. Also das wird bestimmt noch bis in die späten Abendstunden dauern, bis dann der Rest alles dann abgewickelt ist, bis wir einen Überblick haben, dass wirklich alle Gefahrenstellen soweit dann ins Auge gefasst wurden und abgearbeitet wurden. Osthessen News. Sehen, was bewegt.